Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part Pokémon Showdown. Heute mit einem Team vom lieben GFEA. Ich weiß nicht genau, ob es da eine bestimmte Aussprache hinter gibt. Auf jeden Fall mit einem Never-Used-Team im NU unterwegs. Ich habe das Rare-Used-Tier mal ausgelassen, weil ich aktuell keine Lust darauf habe, um ehrlich zu sein. Weil ich finde, dass das Tier ziemlich blöd aussieht. Und wenn ich dann mir die Teams anschaue, die ich eingesendet bekommen habe, hat mich bisher noch keins richtig angesprochen, so was ich auf dem ersten Blick gesehen habe. Vor allem, weil Pokémon 2 super oft hier herumläuft im Rare-Used-Tier, also nicht im NU-Tier, und irgendwie niemand irgendwas dagegen einpackt, habe ich so das Gefühl. Zumindest in den Teams, die ich jetzt auf dem ersten Blick gesehen habe. Also wie gesagt, ihr könnt mir immer gerne Teams einschicken, über das Google-Formular in der Videobeschreibung. Ich wähle mir dann eins aus, wenn ich da gerade Lust drauf habe oder ja einfach sehe, okay, das sieht ganz cool aus, dann benutze ich das. Und wenn ich dann nicht, ich kann halt nicht jedes Team dran nehmen, es sind doch einige Teams und deswegen nicht wundern. Vor allem, weil ich nach einiger Zeit natürlich auch die Teams irgendwann ausmiste, weil irgendwann sind sie natürlich auch nicht mehr aktuell, also nach ein paar Monaten. So, dann sehen wir jetzt hier auf der gegnerischen Seite ein Quappo, ein Amoroso, ein Kassadur, ein Meganie, ein Lepomentas und ein Elektroball. Wir haben hier ein Team bestehend aus Lebenorb, Shadrago, ein Überreste, Yuxi, ein Lebenorb, Illisard, ein Wahlglas Gaslord, ein Wahlschall, Medicham und ein Stelium Z, also Stahl, Z Kristall Klingklang. Ist ein ganz cooles Team auf den ersten Blick. Mal schauen, ob es sich auch ganz gut bewähren wird. Was wäre denn hier wahrscheinlich sein Lead? Ich denke mal, dass er mit Castadua oder Amoroso oder Elektroball leaden könnte. Lepomentas wäre natürlich auch ein potenzieller Lead. Er kann natürlich auch von mir irgendwas predikten. Was wäre denn so ziemlich sein schlauster Lead? Also ich persönlich würde sogar fast sagen, dass ich direkt mit Meditalis leade, weil ich finde, das Ding baut super viel Druck am Anfang auf. Und ich weiß halt nur nicht, ob mir es jetzt gefällt, dass er mit Ferroseed hier reingeht. Weil ich könnte auf High Jump Kick gehen, also HJK, also Turmkick, aber könnte auf Schutzschild gehen oder ja, generell der Rückstoß ist nervig. Aber ich gehe einfach mal auf High Jump Kick, oder? Nee, will ich das riskieren? Ich gehe einfach mal in Gaslord. Habe ich einen Defog-Pokémon? Magic Code of Yuxi. Kein Defogger. Ja komm, dann hauen wir einen HJK einfach mal raus, ne? Komm. Ich meine, man gönnt sich ja sonst nichts. Dann geht er halt auf Schutzschild, tut er tatsächlich nicht. Er geht wahrscheinlich jetzt hier auf die Tarnsteine erstmal. Und ich denke mal, dass er jetzt auf Schutzschild gehen wird, könnte ich mir zumindest jetzt sehr gut vorstellen. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal in Klingklang gehen. Klingklang sollte, oder? Nee, ich will keinen Schaden haben mit Klingklang. Ich gehe dann einfach mal in Gaslord. Ja, ich glaube, Gaslord sollte okay sein. Oder Gaslord? Ja, doch, doch, doch. Gaslord ist okay. Da kann ich einfach einen Feuersturm oder so raushauen. Flammenwurf, wie auch immer. Moment, er geht auf Stachler. Okay. Never mind. Dann habe ich mich ein bisschen verschätzt. Ist ein bisschen blöd, aber sollte okay sein. Ich gehe mal auf die Finstaura sicherheitshalber. Ich will jetzt hier keinen Feuersturm missen und wir müssen jetzt auch nicht unbedingt auf Feuersturm gehen. Denn, ja, er hat jetzt hier keinen wirklichen Switch-In außer Quappo und das wird dann natürlich auch den Feuersturm ganz gut abfangen. Und ich finde es interessant, dass er in Deku geht, also seine Meganie. Ich weiß nicht, ob das der Switch-In ist. Ich werde einfach weiter auf die Finstaura gehen. Jetzt geht er in Elektroball, okay. Ich bin verwirrt. Ich gehe weiter auf Finstaura. Irgendwie ist das nicht so ganz der Switch-In. Ich meine, Quappo könnte ich jetzt hier verstehen. Aber ich habe weder sein Elektroball-Switch-In als auch sein Meganie-Switch-In verstanden. Vor allem Meganie halt überhaupt nicht. Also keine Ahnung, vielleicht hat er speziell defensiv ausgelegt, aber selbst das, keine Ahnung, ist irgendwie sehr komisch. Ich könnte jetzt hier einfach weiter auf Finstaura gehen, denn er sollte mich noch nicht mal mit Eisstrahl besiegen, denke ich mal, außer er hat jetzt hier den Eis-Z-Kristall drauf. Außerdem möchte ich mir jetzt hier nicht die Möglichkeit bieten, dass er sich irgendwie setupt und deswegen gehe ich auf die Finstaura. Natürlich hat er den Fokusgurt, aber das ist total okay. Ich kann jetzt hier eigentlich rauswechseln, denn Yuxi ist eigentlich ganz gut dafür, ja doch, doch, Yuxi sollte die Hits ganz gut abfangen und ja, das ist halt gar nichts, außer es kommt halt ein Freeze, aber der kommt nicht und damit habe ich jetzt hier die Möglichkeit erstmal die Tarnscheine sogar rauszuholen. Nee, ich brauche die Tarnscheine nicht, ich gehe einfach auf die Kehrtwende. Ja, denn Hydro-Pumpe macht echt viel Schaden, da will ich doch lieber dieses Ginyu-Ding raus haben. Ach, wahrscheinlich Ginyu-Force oder wie? Könnte das sein? Ich weiß es nicht. So, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, mein Illisard eigentlich reinzuwechseln. Denn das forciert so ziemlich sein Lepomentas rein und auf Lepomentas kann ich dann wiederum... Ja, was mache ich denn überhaupt? Gute Frage. Lepomentas ist ein schwieriges Pokémon. Ich könnte in Klingklang gehen, was vielleicht auch sein Lepomentas rein forciert und mir die Möglichkeit bietet, auf Magnetrise zu gehen. Die Frage ist, ob er auf seinen Ferroseed geht. Das könnte natürlich auch sein, aber ich glaube, das ist okay. Er ist bei 7%, dann nehme ich halt den Chip Damage, den ich dann halt bekomme durch Eisenstacheln. Aber, wenn ich jetzt hier vielleicht die Möglichkeit habe, mit Claydol
also ja, falls er Kleido reinwechselt, da irgendwie ein Setup dagegen zu fahren, wäre es natürlich nice gewesen. Aber leider geht er hier auf Quappo, was natürlich auch ein schlauer Play war. Ich werde hier einfach Yuxi opfern, denn Yuxi brauche ich nicht wirklich. Das Ding kann weg. Und er geht auf Power Punch, das ist natürlich nicht gut. Also Power Up Punch, nicht Power Punch. Das ist natürlich nicht so super, aber ich glaube, dass das nicht so gefährlich sein sollte. Ich meine, natürlich ist er jetzt hier bei plus 2 und ist jetzt schneller als mein gesamtes Team, aber er sollte nicht mein gesamtes Team besiegen können, oder? Ich hoffe es mal nicht. Ich gehe mal in... Ja, komm, wir gehen mal in Heliolisk und dann in Dradigon, bringt mir auch nicht so viel, ne? Ich könnte in Medicham gehen, das brauche ich aber für später, wenn der Rain weg ist. Was kann ich denn hier noch sacken? Ich muss jetzt hier noch zwei Pokémon so ziemlich sacken oder so ein bisschen drumherum spielen, damit ich hier nicht so viel sacken muss. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich gehe in Heliolisk. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Power-Up-Punch. Auf den Power-Up-Punch gehe ich in Dradigon. Das soll das ganz gut tanken. So. Ja, da kommt ein Brick-Break. Okay, das ist, macht sogar ein bisschen mehr Schaden. Und dann haue ich jetzt hier einen Sucker-Punch raus, um ein bisschen Chip rauszubekommen. Und dann ist der Rain auch vorbei. Er kann auch keinen Power-Punch mehr rausbekommen, was auch nice ist. Und ich kann jetzt die Möglichkeit nutzen, in Heliolisk zu gehen oder in Medicham, um einfach sein Headbutt zu drücken. Weil das Problem ist natürlich, dass er hier immer noch seinen Lepumentas hat. Also will ich das jetzt hier machen oder nicht? Will ich hier mein Heliolisk gehen? Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Ich werde auf Hyper Voice einfach gehen. Selbst wenn er drin bleiben sollte, habe ich immer noch Meditalis und kann dann immer noch einiges machen. Ja, ich glaube, ich mache das einfach so. Ich gehe jetzt hier auf Hyper Voice. Wenn er drin bleibt, dann ist das halt so. Wäre jetzt, glaube ich, nicht sein Play, weil er ein physisches Set ist und damit keine Vakuumwelle drin hat. Sondern er geht tatsächlich in Claydol, was ganz nice ist. Und dann kann ich jetzt hier auf sein Claydol eigentlich erstmal meinen Guzzlord opfern. Denn das Ding macht jetzt hier leider nicht mehr so viel in dem Match. Er geht auf Lightscreen, ja, das ist okay. Dann kann ich ja sogar noch mal eine Finstdauer raushauen vielleicht. Er geht auf Toxic, ja, das ist nice. Und noch mal eine Finstdauer raushauen. Den Schaden nehme ich. Und dann kann er mich gerne jetzt hier besiegen. Oder auch nicht, er wechselt jetzt hier noch mal ein Meganium raus, was auch okay ist. Soll er halt machen. Dann gehe ich jetzt hier auf seinen Meganium eigentlich so ziemlich in Klingklang und versuche jetzt hier das Match zu gewinnen, indem ich mich jetzt hier setupe. Das heißt, ich werde jetzt hier auf Shiftgear gehen, denn eigentlich sollte Meganium nicht wirklich was machen können gegen mich, außer vielleicht die Egelsamen, die etwas nervig sind, das war es aber auch schon. Er geht tatsächlich auf Egelsamen, Schutzschild wäre jetzt hier sehr, sehr nervig, aber wir gehen einfach mal nicht davon aus. Will ich hier Sieg-Gear-Grind einsetzen? Nee, ich gehe einfach auf einen normalen Gear-Grind und hoffe, dass es trifft. Und es trifft tatsächlich und es geht leider nicht, also hätte ich vielleicht doch auf Sieg-Gear-Grind gehen sollen. Jetzt geht er sogar auf einen Reflektor, okay, okay. Ich gehe nochmal auf den Gear Grind. Wenn das jetzt daneben geht, habe ich vielleicht sogar ein kleines Problem, ne? Ah, Return wird aber jetzt, glaube ich, nicht killen durch einen Reflektor. Wir müssen auf Gear Grind gehen. Ich kann jetzt hier noch nicht meinen Z-Move verbrauchen. Den brauche ich definitiv jetzt noch. Dadurch, dass er jetzt einen Reflektor rausgehauen hat, könnte ich den noch ganz gut gebrauchen. Und das killt jetzt hier seinen Deku erstmal. Was natürlich wichtig ist. Aber jetzt schauen wir erstmal, was er macht. Er geht erstmal in One Spike Boy. Hat er hier Protect drauf. Ja, wahrscheinlich, aber ich muss auf Gear Grind geht daneben, bitte. Ja, ich hätte auch auf Return gehen können vielleicht. Jetzt ist es sehr problematisch. So, nach einem kurzen Schnitt bin ich wieder da, aber jetzt habe ich wirklich hier ein sehr schlechtes Szenario, um ehrlich zu sein. Er kann jetzt hier sehr, sehr viel machen, was mich gerade ein bisschen stört. Ich muss in Medicham gehen. Ja, das ist gerade alles richtig, richtig blöd. Das ist sehr blöd. Ich weiß halt nicht, ob Return gereicht hätte. Geargrind hätte halt safe gereicht, denke ich mal, bei 7%. Aber Return, schwierig, schwierig. Naja, egal. Ich muss jetzt hier einfach hoffen, dass ich jetzt hier meine Turmkick-Attacken treffe. Denn dann sollte ich das immer noch in der Theorie gewinnen können. Ah, ich glaube schon. Ja, doch, doch. Auch so, glaube ich. Ich muss noch nicht mal Turmkick treffen. Das sollte alles noch okay sein. Das ist noch alles im Rahmen. Denn sein Claydol ist ganz gut angeschwächt, da ist halt noch sein Vegeta. So, da gab es einen weiteren Schnitt. Jetzt muss ich nur ganz kurz mal überlegen. Ich glaube, es ist das Beste, einfach Klingklang zu opfern, dann in Heliolisk zu gehen und es damit zu beenden. Ja, ich bin Leben Offset. Er hat 3 Layer Spikes. Ich muss gerade ein bisschen durchrechnen, das Ganze. Wie viel macht Spikes? Ja, dann, ja, das wird schwierig. Ah, nee, ich muss auf HJK gehen. Ja, ich glaube, das ist das Schlauste. Und das Ding jetzt hier besiegen. Und dann sollte das auch noch gewonnen sein. Ja, ja, ja. Ich glaube schon. Das sollte hoffentlich passen, denn eigentlich sollte Heliolisk jetzt noch einmal die Hazards überleben, dann auf Hyper Voice gehen können. Und dann ist das, denke ich mal, gewonnen, wenn er jetzt hier in Claydol reingeht. Ja, ich glaube schon. Also selbst wenn jetzt hier Turmkick daneben geht oder nicht ihn killen sollte oder was weiß ich nicht was,
Ich denke, das ist ein GG, aber der Gegner will anscheinend nicht jetzt hier das Ganze beenden und schickt einfach sein Lipometer sich raus. Das heißt, hier gibt es einen weiteren Schnitt. Heute ein Part voller Cuts. So, da bin ich wieder. Wir haben den Kampf gewonnen. Nice. So, jetzt werden wir erstmal jetzt hier einen weiteren Kampf suchen und schauen, was wir jetzt hier noch so finden. Wir sehen hier, ja, doch eigentlich ein ganz cooles Team. Aber ich denke mal, dass eigentlich Helialisk so ziemlich richtig viel Spaß haben wird. Außer Kaifel natürlich, da ist es ein bisschen nervig. Aber Helialisk ist echt nice gegen das Team. Ja, doch, doch. Also es kann schon ein bisschen Schaden anrichten. Vor allem natürlich gegen dieses Lamus, was mich ein bisschen nerven könnte. Generell sehe ich auch Gazlord eigentlich als ganz cool an, weil er da nicht so viel reinwechselt. Ja, er kann halt wirklich nichts reinwechseln, wirklich. Außer er hat einen Sil Valley, was den Feen-Typus hat. Was ich nicht weiß, ob das überhaupt geht. Weil ich glaube, Arceus, gibt es Arceus-Fee? Doch, es gibt Arceus-Fee. Nevermind. Es gibt nur nicht das Feen-Juwel. Das geht's natürlich nicht. Und die Feenplatte gibt es auch nicht. Oder doch, es gibt... Hä? Nee, jetzt bin ich verwirrt. Gibt es Arceus-Fee? Ich habe keine Ahnung. Wer weiß das schon so genau? Ich bin kein Uber-Spieler. Deswegen, also, weiß ich nicht. Dafür spiele ich dieses Tier viel zu wenig. So, ich werde jetzt einfach mal mit meinem Gazlord tatsächlich sogar leaden, denke ich mal. Ja, doch, doch, Gazlord sollte okay sein. Er liegt mit Heliolisk, das ist nice. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal den Draco droppen, weil ich eigentlich keinen Grund sehe, das nicht zu tun. Ich meine, ich könnte auch auf Finstauer gehen, aber ich will nicht, dass er am Ende des Tages, keine Ahnung, irgendwie in sein Viridium oder so geht und dann nimmt er das ganz gut und kann auch mal einen Redlichkeitsboost sich abstauben. Also gehe ich hier lieber auf den Draco-Meteor, der trifft so ziemlich alles eben effektiv, außer Silvelli, je nachdem was das ist. Und das ist ein Stahl-Silvelli anscheinend, was auch noch den Draco-Meteor dodged. Nice! Das bringt doch Spaß und ist fair, oder? Oder? Haha! Ja, machst du nix. Dann gehe ich hier mal in mein Dradigon rein. Na, das ist echt ein bisschen nervig. Ein bisschen sehr nervig. Er geht auf Parting-Shot, das ist okay. Damit kann ich leben. Ich bin nur gerade nur ein bisschen sad darüber, dass hier der Draco gemisst hat, weil den Chip hätte ich echt gerne auf Silvelli gehabt. Das Ding möchte ich gerne ein bisschen immer anschippen und so ein Barglas Draco-Meteor macht schon viel Schaden. Naja, egal. Er wird jetzt hier auf die Rocks gehen, das heißt, ich werde einfach mal in Yuxi reingehen und selber meine Rocks legen. Ja, ich denke mal schon. Oder erstmal auf Toxin gehen und dann die Rocks rauslegen. Nee, ich brauche auf jeden Fall die Rocks. Egal, was passiert, die Rocks sind super, super wichtig. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal die Rocks rausholen. Ich glaube auch nicht, dass er hier drin bleiben wird, außer er hat selber Toxin da drauf, was ich jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Deswegen gehen wir auf die Tarnsteine. Er geht auf Icicle Crash, okay, kann er machen. Dann macht er doch anscheinend jetzt hier erstmal den Move, dass er drin bleibt. Ich gehe jetzt auf mein Toxin und egal, was reinkommt, außer natürlich Silvelli, das wird dann halt alles toxinisiert oder vergiftet, wie auch immer. Und er geht weiter auf Icicle Crash. Okay, soll er gerne machen. Ich werde jetzt einfach mal auf die U-Turn gehen und danach... Moment, was mache ich danach überhaupt? Danach ein Klingklang gehen und dann Magnet Rise drücken. Ja, ich glaube, das ist der Play. Oder er wechselt einfach ein Silvelli aus, was ich auch eigentlich ganz gerne sehe. So, ist er jetzt schon in einer Range, wo Turmkick safe reicht? Ich weiß es halt nicht. Ich hätte halt gerne den Draco-Chip gehabt, um es safe zu haben. Aber ich denke, so oder so sollte eigentlich Turmkick reichen. Ich meine, das ist ein Meditales. Zwar kein Mega-Meditales, aber ein normales Meditales macht schon sehr, sehr viel Schaden. Ich denke mal, dass es okay ist. Er könnte natürlich jetzt hier auch in Slowbro gehen, aber ich werde jetzt erstmal safe spielen. Ich weiß nicht, was für ein Spieler das ist und will nichts predikten. Aber er geht tatsächlich in Slowbro und ich misse natürlich meinen Turmkick, weil wieso sollte ich meinen Turmkick denn nicht missen? Ich meine, also... Turmkick, das damit zu treffen, 90% Genauigkeit, was erwarte ich überhaupt von diesem Spiel? Was erwarte ich denn? Also wirklich, stimmt, ich bin blöd, tut mir leid. Ich hätte schlauer spielen sollen und niemals Turmkick spielen sollen. Naja, egal. Er geht jetzt hier auf Toxin, während ich auf Heliolisk gehe, das ist okay, denke ich mal. Will ich hier predikten? Ja komm, ich predikte einfach mal und gehe auf Surfer, weil er in sein Pillowswine reingeht. Und das macht soliden Schaden. Er könnte jetzt hier rauswechseln. Ich weiß nicht, ob er es machen möchte, ist halt die Frage, ne? Ja, egal, ich gehe in jedem Fall auf Hyper Voice. Hyper Voice ist okay. Er geht nochmal auf Ice Shard. Gut, der ist ein bisschen nervig. Der stinkt tatsächlich. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, weil Heliolisk wäre eigentlich nice für Lamus gewesen. Jetzt ist diese Antwort leider weg. Wir haben aber noch Gazlord. Also so schlimm wird das hoffentlich nicht sein. Aber eine Antwort weniger für Lamus zu haben, ist schon jetzt ein bisschen nervig. So, ich kann, glaube ich, wieder in Yuxi reingehen. Denn Yuxi sollte mit allem ganz gut klarkommen. Und er geht tatsächlich in Virizion. Ja, das ist okay. Ich gehe aufs Toxin, falls er sich Setup mit Gedankengut oder mit Schwertanz, keine Ahnung, mal schauen. Ich weiß halt auch nicht, ob er hier drin bleiben möchte, weil er muss ja auch eigentlich Angst vor der Psychokinese haben.
die er tatsächlich drin drauf sein könnte, aber nee, er bleibt tatsächlich drin und geht auf Schwertanz. Ah, das gefällt mir nicht. Diese Tatsache gefällt mir nicht so sehr. Ich gehe mal auf Drudigon, ich könnte Yuxi noch gebrauchen. Und Drudigon sehe ich jetzt hier als nicht so wichtig an. Er geht auf Leaf Blade, das ist okay. Und dann wird er wahrscheinlich einen Nahkampf raushauen. Das heißt, ich gehe jetzt hier erstmal auf Tiefschlag, um ein bisschen Chip rauszuholen. Wobei, nein, dann gebe ich ihm noch einen Boost. Will ich das? Naja, egal. Eigentlich ist es total egal, ob ich ihm Boost gebe oder nicht. Ihm einen weiteren Boost gebe. Weil eigentlich möchte ich ja sowieso nur mit Vitalis das Ding Revenge killen. Und das werde ich jetzt hier auch machen. Deswegen, ja, ist das so ziemlich egal. Also gehe ich hier auf Militalis und werde einfach auf seinen Kopfstoß gehen und hoffen, dass ich dieses Mal treffe, weil alles andere wäre ein bisschen blöd ab dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob Donnerschlag hier ausreicht durch die Drops, wäre natürlich auch nice. Aber ich will auch nichts riskieren, das heißt, ich gehe auf seinen Kopfstoß. Er geht tatsächlich auf Slowbro. Ah, das gefällt mir auch nicht. Geht jetzt hier wieder auf Toxin. Wäre das ein Play? Wisst ihr was, ich gehe auf Kling Klang. Ich muss jetzt hier ein bisschen was versuchen. Und ich glaube, mein Play ist es jetzt hier erstmal auf Kling Klang zu gehen. Und dann könnte er in sein Silvelli gehen und dann werde ich einen Double pullen. Also einen Double machen. Ja, ich glaube, so werde ich das machen. Er geht tatsächlich in Viridium. Okay. Er hat selber einen Double gemacht. Was hat er hier predicted? Gazlord wahrscheinlich, ne? Ja, ich denke mal schon. Ich werde mal in Yuxi reingehen, das Ding hier opfern. Wobei es nicht durch eine Attacke sterben wird, aber ich muss es natürlich jetzt hier gleich dann opfern in der folgenden Runde. Denn ich werde jetzt hier keine zwei Attacken tanken, einen Nahkampf halt, aber dann wird mich die nächste Attacke aus dem Spiel nehmen. Also Leaf Blade. Aber dafür werde ich dann auch Viridium besiegen können. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf U-Turn, falls er aus irgendeinem Grund noch rauswechselt, dann wäre es natürlich nice, aber ich sehe keinen Grund, es zu tun für ihn. Deswegen ja, tschüss Yuxi, aber auch tschüss Viridium, was auch ganz wichtig ist. Und jetzt werde ich in Militalis gehen und mir erhoffen, dass er in Heliolis geht. Oder ist das sein Play? Er könnte auch in Delphox gehen. Aber nein, ich habe Gazlord. Geht er hier in Delphox? Nee, er geht in Heliolis. So, und dieses Mal gehe ich auf Donnerschlag. Komm, dieses Mal gehe ich aufs Ganze. Oder ich mache einen Double. Ja, ich glaube, ein Double ist auch ganz schlau. Ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob er weiß, dass ich Gewahlschalt bin. Ich gehe auf Turmkick. Ja, er weiß, dass ich Gewahlschalt bin. Okay, never mind. Ich habe hier viel zu viel überlegt. Ich hätte einfach auf Donnerschlag oder auf Gazlord direkt gehen sollen. Das wäre schlauer gewesen. Ich denke mal, er wird wieder auf Toxin gehen. Oder auf... Nee, er wird auf Siedewasser gehen. Was mache ich hier? Ich gehe auf Gazlord. Er könnte jetzt hier wieder doublen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ne, er geht auf Siedewasser. Das ist okay, bitte kein Burn. Das ist nice. Das heißt, ich werde jetzt hier eine Finsauer raushauen. Denn er hat da nicht wirklich einen Switch-In für. Er könnte wieder Savelli reinwechseln, natürlich. Aber will ich das predicten? Ja, egal, jetzt zu spät. Jetzt ist es zu spät. So, wir hauen die Finsauer raus. Das macht soliden Schaden. Mal einen Crit. Der war ja auch gar nicht mal so unverdient, nach dem, was wir bisher in diesem Spiel hatten. Und ich werde jetzt hier mein Kling Klang reinwechseln, weil ich brauche auf jeden Fall Gazlord. Gazlord ist hier mein Match-Winner, denn ich habe sonst nichts gegen Slowbro. Er geht auf Flash Cannon, das ist okay. So, er könnte natürlich Flammenwurf im Set haben, was ein bisschen nervig ist. Aber ich habe jetzt hier nichts anderes, außer meinen Z-Move vielleicht so einzusetzen. Nee, ich gehe auf Shift-Gear, weil, Moment, ich bin schneller. Mal wieder, okay. Interessant, aber es ist total okay. Er geht auf Parting Shot, never mind. Und er kann gar nicht Parting shotten, weil ich Clear Body jetzt Fähigkeit habe. Das finde ich ziemlich cool. Gear Grind sollte jetzt hoffentlich ausreichen. Jo, tut es auch. Das heißt, ich kann jetzt hier sogar ein bisschen Druck mit Kling Klang aufbauen, was mir gerade sehr, sehr gefällt. Jetzt habe ich eine gute Ausgangssituation, weil Silvelli weg ist. Und das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Er geht in Heliolis. Das ist okay. Ich denke mal, dass die Rückkehr ausreichen sollte. Wir sind bei plus 1 Angriff. Das ist nur ein Heliolis. Komm schon, bitte. Das ist gut, Kling Klang. Das ist gut. Mach weiter so. Ich vertraue dir. Du kannst es gewinnen, Mann. Ich vertraue dir. Du schaffst das, Mann. Du schaffst das. Ich bin guter Dinge. So, wir gehen jetzt hier auf eine weitere Rückkehr. Die sollte auch soliden Schaden machen. Jetzt kommt ein Siedewasser. Bitte kein Burn. Okay, gut. Er hat auf jeden Fall gecrittet, was ein bisschen nervig war. Macht jetzt hier der Z-Move mehr Schaden als Return? Ich hoffe es mal. Wollen wir es testen? Warte mal, 180 plus Step. Ja, natürlich macht es mehr Schaden. Ja, doch, doch, sollte mehr Schaden machen als eine Rückkehr. Jo, 40%. Und er geht leider auf Slack off. Das war sad. Das war sehr, sehr sad. Ich gehe nochmal auf die Rückkehr. Denn ich glaube nicht, dass er nochmal auf Slack off geht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das tut er auch nicht. Er geht auf Siedewasser. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, in Gazlord zu gehen und auf Finsdauer zu drücken. Und egal, was passiert, er wird irgendwas verlieren. Entweder opfert hier sein Lamus, was er eigentlich machen muss. Ja, Corbelberry ist okay. Oder er opfert sein Delphox, dann hat er das Recht verloren. Aber er opfert sein Lamus und damit
Es ist jetzt schwer zu sagen, wer gewinnt, weil ich weiß nicht, was Delphox noch so kann, außer Psycho- und Feuerattacken. Und vielleicht eine Kraftreserve. Also nichts, was irgendwie Gaslord stark trifft, außer Zauberschein? Wahlschall, Zauberschein könnte jetzt gefährlich sein, aber ich weiß gar nicht, ob das Ding überhaupt Zauberschein kann. Wenn das Ding Zauberschein kann, habe ich ein Problem. Es hat Zauberschein. Jetzt ist die Frage, ob es Gewaltschein ist. Wenn es Gewaltschein ist, habe ich ein Problem. Aber ich weiß noch nicht mal, ob Turmkick ausreicht. Ich meine, es ist immer ein Resistieren, ne? 130 mal 1,5. Das sind 195, wenn ich mich hier nicht verrechne. Dann müsste das stärker sein als Donnerschlag. Also gehe ich auf Turmkick. Er ist Gewaltschein. Never mind. Ah, meine Hoffnungen des Sieges sind davongezogen. Ja, nee. Das ist sad gewesen. Ich hatte aber auch ein bisschen Pech hier in diesem Spiel. Ich weiß aber nicht, ob es so sehr gemerdert hat, um ehrlich zu sein. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, der Turmkick-Miss, ja gut, war halt unlucky, aber war der so meddernd? Ich weiß es nicht. Es ist halt, ja, es ist nicht super. Der Kampf war nicht super. Ich bin generell nicht zufrieden mit den Kämpfen, die ich hier gerade abliefere. Aber okay, kann man nichts machen, ne? Ich muss mich so langsam wieder reinfinden und wieder ein bisschen besser werden, ne? Ich bin aktuell noch nicht auf den 100%, was das angeht. So, wir sehen jetzt hier ein ziemlich lustiges Team, was eigentlich so ziemlich komplett von Medicham besiegt wird. Also nicht komplett, aber das macht schon sehr viel Schaden. Aber ich werde einfach mal mit Yuxi erstmal leaden und das Ganze ganz ruhig anfangen lassen. Schauen, was er so macht. Yuxi ist immer nice. Hier, um die Rocks rauszubekommen, ich gehe erstmal auf Magic Code, weil er wahrscheinlich selber die Rocks rausholt, was er auch tut. Und ich werde jetzt hier auf U-Turn gehen und mir die Möglichkeit dann verschaffen, auf Killing Clang zu gehen und ein kleines Setup zu fahren. Wäre das eine Möglichkeit? Wir sind halt vielleicht in einem Speed-Tie, aber ich glaube nicht, dass Drillbore irgendwie so ein Set ist, welches Full Speed hier ist. Big Shack vor allem, der gute Name. Okay, ich gehe mal auf die Kehrtwende. Aid of Sandstorm, okay. Was profitiert vom Sandsturm? Sein Meteno vielleicht, okay. Ja, soll er machen, ist okay. Ich gehe einfach mal auf Kling Klang, drücke hier Shift Gear. Und wir werden einfach... Oh, nee, wir drücken nicht Shift Gear, wir drücken erstmal Magnet Rise. Bevor ich hier einen dummen Fehler mache. Er geht auf die Rocks, ja gut, dann hätte ich vielleicht auch direkt auf Shift Gear gehen können. Aber das ist okay. Wir gehen auf Shift-Gear. Ich hoffe dann mal, dass er einfach weiterhin drin bleibt. Wäre natürlich nice, weil dann hole ich mir jetzt ein Setup und gewinne vielleicht sogar. Und er geht auf Erdbeben, weil er nicht weiß, was Electric-Dingens macht. Magnet-Rise, Hilfe. Ja. Das ist natürlich ein bisschen blöd für ihn. Und die Meme-Namen, was ist hier los? Was ist das für ein Paar, Leute? Das ist ein kompletter Trollpaar, da habe ich das Gefühl. Ich weiß auch aktuell noch nicht, was ich vom Team halten soll. Um ganz ehrlich zu sein. Ich bin ein bisschen kritisch. Ich gehe mal weiter auf Shift-Gear. Ich werde mich jetzt einfach setupen. Das ist mir jetzt egal. Wir hauen jetzt einfach raus, Leute. Und ich denke mal sogar, dass jetzt hier ein Z-Shift-Gear ausreichen könnte. Und ich werde hier auch auf den Z-Shift-Gear gehen. Wir hauen jetzt raus. Wir gewinnen den Kampf. Ich werde hier einmal ganz kurz das Design gleich mal neu starten. Komm, reichst du bitte aus? Ja, du reichst sogar aus. Und damit habe ich eigentlich fast schon freie Fahrt, würde ich sagen. Nachdem ich kurz mal das Design neu gestartet habe. Aber ja, er wusste anscheinend nicht, was dieser Elektromagnetismus macht, wenn man auf Magnet Rise geht. Aber okay, kann er natürlich nicht jeder wissen. Vielleicht ist er gerade am Anfang. Kann gut sein, ich bin auch auf der Ladder ganz unten im Never Used aktuell, weil ich halt nicht gespielt habe. Ich habe gerade keine Ahnung von dem Tier. Aber das ist okay, das ist okay. Na, so ein Part muss ja auch mal wieder sein. So ein bisschen sich wieder reinfinden in ein neues Tier. Ich möchte generell ja, wie gesagt, ein bisschen mehr in nächster Zeit CP bringen. Aber auch so möchte ich mich in allen Tiers so ein bisschen besser fortbilden. Juju ist aktuell so mein Haupttier, welches ich lernen möchte fürs CPP. Aber die anderen Tiers sind natürlich auch interessant. Und deswegen ist es ganz hilfreich, sich auch immer mal wieder in anderen Tiers umzuschauen. Also er geht jetzt hier auf Foundoom, Return wird hier auch ausreichen. Ist es halt ein bisschen sad. So der Kling-Klang-Sweep, ein bisschen sehr sad, aber komm. Sowas muss auch mal sein, dafür ist das Set da, ne? Dass man vielleicht auch mal so ein bisschen mehr mit Kling Klang machen kann und ein bisschen Druck aufbauen kann und vielleicht sogar mal sweepen kann. Aber es kommt eigentlich gar nicht so oft zum Sweepen. Also Kling Klang, wenn man gut dagegen spielt, dann sollte es nicht so oft zum Sweepen kommen. Es kann halt ab und zu wirklich ein bisschen Druck aufbauen, aber
Sweeps sind jetzt eigentlich nicht so oft möglich oder sollten nicht so oft möglich sein. Der Gegner hat mich jetzt hier so ein bisschen setup lassen, das war halt mein Glück. Aber okay, damit würde ich sagen, ich beende jetzt hier einfach mal das Video. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem irgendwie ein bisschen Spaß daran, auch wenn die Kämpfe jetzt nicht die beste Qualität hatten. Aber okay, sowas kann ja auch mal passieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.